Hallo liebe Hüter und herzlich willkommen hier bei eurer Destiny Infobase. Heute wieder mit spannenden Themen. Wir zeigen euch zum Beispiel, wie die Dawn funktioniert, wie ihr sie bekommen könnt. Unter anderem nehmen wir Bezug auf den geplanten Community-Gipfel zur Saison der Opulenz. Schauen uns an, ob eine exotische Quest uns an alte Orte von Destiny zurückführen wird und geben ein klein wenig Feedback zu Gambit Prime. Also jetzt viel Spaß mit der neuen Episode des Infobase Newsflash. Beginnen möchten wir diese Woche, wie könnte es anders sein, mit den Aktivitäten, die ihr bis Dienstag noch erledigen könnt. Den Flashpoint finden wir diese Woche auf dem Mars. Die Dämmerung für diese Woche sind das Pyramidion, Baum der Wahrscheinlichkeit und das hohle Versteck mit dem Loot, Silikonneurom, TVO und das Streben des Gedankenverdrehers. Außerdem gelten in den Forward Strikes die wöchentlichen Modifikatoren, Leere Entflammen und Schwergewicht. Ihr solltet im Schmelztiger euer Können im PvP-Modus unter Beweis stellen, dem guten Vagabunden einen Besuch abstatten und Petra Wench in der träumenden Stadt nicht alleine lassen, um eure mächtige Ausrüstung zu bekommen. Diese Woche ist der gute Xur außerdem wieder unterwegs. Ihr findet ihn auf Titan und er hat zum einen die Waffe Scharlach im Gepäck, die Ausrüstungsgegenstände Orpheus Rig, Wurmgottberührung und das chromatische Feuer. Besitzer des Jahrespass werden bei ihm außerdem die Einladung der Neuen bekommen, welche euch auf einen kleinen Beutezugtrip schickt, mit einer Belohnung, die wir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen wollen. Mit der Dawn feierte eine beliebte Destiny-Waffe ihr Comeback ins Destiny 2 Universum. Seit dem 12. März könnt ihr den entsprechenden Beutezug dazu annehmen, um die Dawn dann im Endeffekt euer eigen nennen zu können. Dazu müsst ihr im ersten Schritt zum Beispiel zur ETZ fliegen, denn dort erhaltet ihr die Quest für die Dawn. Wir haben uns da mal ein paar Gedanken gemacht, denn der gute Anima und ich haben unter anderem die Dawn schon. Und was ganz interessant ist, ist natürlich wieder der Perk, dass man seine Gegner sozusagen vergiftet, wenn man sie mit der Dawn beschießt. Und die Gegner, die PvE-Gegner, hinterlassen Überbleibsel. Und wenn ihr diese Überbleibsel einsammelt, dann lädt sich das Magazin automatisch nach. Das heißt, mit der Dawn könnt ihr im PvE oder in Strikes richtig schön rumballern, ohne nachzuladen. Von daher richtig gut umgesetzt. Schön, dass die Waffe wieder zurück ist. Und unser lieber Anima, der YouTuber der Destiny Infobase, der wird euch jetzt mal in einem kleinen Video erklären, wie ihr die Dawn bekommt. Kommen könnt, beziehungsweise ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt und das volle Video findet ihr wie immer jetzt in der Infokarte verlinkt, damit auch ihr die Dawn Bite euer eigen nennen könnt. Falls ihr das schon tut, schreibt uns eure Meinung zur Waffe gerne unten in die Kommentare. Servus und herzlich willkommen zu einem Guide für die exotische Handfeuerwaffe, die Dawn. Um die Quest für die Dawn überhaupt starten zu können, müssen wir als allererstes in die ETZ, genauer gesagt in die Trostlande, und von dort aus geht es ab in die Salzminen zu einem verlassenen Camp. Wie ihr da hinkommt, das zeige ich euch jetzt. Werden wir schon bald an einen alten Ort von Destiny 1 zurückkehren? Oder wie Kritiker jetzt sagen würden, Recycled Bungie jetzt schon wieder alten Content, verdammt! Ja, darum geht es aktuell, denn es wurden Einträge in der Datenbank von Destiny 2 gefunden, die auf die mögliche exotische Quest in Season 6 hinweisen, beziehungsweise in der Verbindung auch zum Frühlingsevent die Schwelgerei, das damit zusammenhängen könnte. Denn es heißt in der Beschreibung in dieser Datenbank, im Turm wurde darüber gesprochen, dass du in einen alten, abgesperrten Kryptarchentresor in den Ruinen des alten Turms geschlichen bist. Der Vagabund ist beeindruckt. Er bittet dich, an ihn zu denken, wenn du nochmal dorthin zurückkehrst. Und das ist eben die entsprechende Stelle, die uns etwas hellhörig macht.
Die einzige bekannte exotische Quest, die jetzt noch offen steht, ist eben die, die in Season 6 im Rahmen des kostenlosen Updates zur Verfügung stehen wird. Und es wird davon ausgegangen, dass die exotische Quest mit dem Frühlingsevent die Schwelgerei ins Spiel kommt, wie es ja auch im Fall der Donnerlord beim Eventfestival der Verlorenen war. Also, was glaubt ihr? Könnten wir uns demnächst in den alten Turm begeben und uns da ein wenig umschauen? Ja oder nein? Schreibt es uns gern unten rein. Das ist vermutlich das Geräusch, was ertönt, wenn Bungie mal wieder zum Community-Gipfel sucht. Denn während die aktuelle Saison noch läuft, überlegt sich Bungie schon einige Pläne für Season 7 bzw. die Saison der Opulenz, die ja als nächstes ansteht. Thematisch ist dabei noch nicht klar, was dort präsentiert werden könnte. Inhaltlich haben wir da ja schon einige kleine Hinweise, wie zum Beispiel ein Power-Level-Anstieg, neue Deko-Premium, neue Triumph-Lore-Bücher, neue exotische Quest, unter anderem auch ein neuer Raid, das Event Sonnenwende der Helden, unter anderem auch eine neue 6-Spieler-Aktivität mit Spielersuche und 2 undefinierte bzw. unbekannte Inhalte. Ja, in Bezug auf diese 6-Spieler-Aktivität und 2 undefinierte Inhalte könnte es jetzt nämlich spannend werden, denn Bungie ruft mal wieder zum Community-Gipfel. Grund zur Annahme bietet jetzt der Destiny 2 Spieler und Streamer Glad. Denn der hat ganz einfach geschrieben, dass Bungie ihn zum Community-Gipfel eingeladen hat, zum Bungie-Studio. Und dort soll es eben um die Saison der Opulenz gehen. Und er hat auch ganz klar geschrieben, dass es sich hier um einen Community-Summit, also einen Gipfel, handelt. Etwas Ähnliches wurde ja bereits bei Forsaken durchgeführt. Dort hat man auch Content-Creator aus der ganzen Welt eingeflogen, um ihre Meinung zu hören. Dort wurde auch das allererste Mal Gambit gezeigt. Und der Community-Gipfel zur Saison der Opulenz soll eben dazu dienen, Feedback der Fans einzubringen. Kann also ganz gut sein, dass hier wieder ein größerer neuer Modus auf uns wartet, diese 6-Spieler-Aktivität oder irgendwas natürlich, was wir noch nicht wissen, wo Bungie wieder ein bisschen größer aufbauen möchte. Und dort möchte Bungie wahrscheinlich dann auch wissen, wie die Community das eben aufnimmt. Dieser Gipfel findet vom 27. bis 29. März statt. Und liebe Freunde, ich würde jetzt an dieser Stelle gerne sagen, dass auch wir von der Destiny Infobase eingeladen sind. Doch leider sind wir keine Content Creator, daher werden wir leider nicht vor Ort sein können. Jedoch, wenn es dazu neue Infos gibt, werden wir für euch berichten. Und zu guter Letzt, das möchte ich gar nicht allzu lang in die Länge ziehen, habe ich und der gute Anima, wir haben uns mal ein paar Gedanken zu Gambit Prime gemacht. Den Anima, den YouTuber der Destiny Infobase, den habe ich eben ganz am Anfang mal gefragt zu seiner Meinung zu Gambit Prime. Und das werdet ihr auch gleich im Anschluss noch hören. Und dann werde ich mal meinen Senf zugeben. Aber zuerst lass mal den Anima reden. Nachdem ich ein paar Runden Gambit Prime zocken konnte, muss ich persönlich sagen, mir gefällt dieser Modus extrem gut. Klar, er unterscheidet sich im Großen und Ganzen nicht wirklich von dem normalen Gambit-Modus, aber ja auch irgendwie schon. Ja klar, Partikel sammeln, Partikeln abgeben, Blocker schicken, invaden, das bleibt natürlich alles gleich. Aber die Tatsache, dass man sich jetzt so langsam Taktiken ausdenken muss, dass das Ganze über Absprache auch ein wenig laufen muss, um halt eben der Rolle gerecht zu werden, die man in Gambit Prime spielen möchte, das ist etwas, was mich extrem an diesem Modus begeistert. Man kann nicht einfach nur noch wild herumlaufen, hast nicht gesehen. Hier ist wirklich Taktik an der Tagesordnung. Da gibt es den Raider, den Wächter, den Sammler und den Reaper, also den Sensenmann, wie man ihn auch nennen mag. Und diese Rollen sollte man auch wirklich ernst nehmen. Das haben wir gestern versucht, auch ohne Ausrüstung. Wir waren mit einem Dreier-Trupp unterwegs gewesen, immer ein Random dabei. War flexibel, hat wunderbar funktioniert. Wir hatten einen Raider, wir hatten einen Wächter, wir hatten einen Sammler. Diese Kombination hat wunderbar funktioniert. Jeder wusste, was zu machen ist. Jeder hat Zeit geschindet. Wir haben versucht, schnell zu machen. Lief super. Auch wenn es manchmal so ein paar Komplikationen mit Random Player gibt, muss ich ehrlich zugeben,
ob man sich da irgendwas etwas einfallen lassen kann, das steht halt eben noch in den Sternen, weiß ich nicht. Man hätte da so ein paar Ideen, die aber wiederum nicht funktionieren. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich schon darauf, endlich die Rüstung zusammenzubekommen, um die Rolle in Gambit Prime, die ich dort spiele, noch besser verkörpern zu können, um auch dementsprechend noch bessere und noch intensivere Taktiken und Absprachemöglichkeiten treffen zu können. Ein Störfaktor hatte ich natürlich schon gehabt, und zwar die Karte. Es war gestern wirklich nur die ein und selbe Karte da. Es war keine Abwechslung. Ich hatte mich schon auf die zweite Karte gefreut oder vielleicht sogar überarbeitete alte Karten aus dem normalen Gambit-Modus. Das hätte eventuell sogar noch für etwas mehr Abwechslung gesorgt. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, Daumen nach oben, dieser Modus wird mich so schnell auf jeden Fall mal nicht loswerden. So viel also zu seiner Meinung, damit ihr auch mal andere Eindrücke hier auf dem Kanal bekommt. Und nun mal zu meinem kleinen Feedback. Also anfangs fand ich, und ich finde es auch teilweise jetzt immer noch, es ist eine willkommene Abwechslung mit Gambit Prime. Mittlerweile hat sich das auch eingepegelt, dass die eine Runde tatsächlich auch kürzer ist, als wenn ich drei Runden Gambit spiele, weil das war am Anfang nicht immer so. Da hat sich die eine Runde teilweise fast angefühlt wie vier, weil es dann doch ein bisschen länger gedauert hat, aber mittlerweile haben alle Spieler den Mechanismus dahinter so begriffen und ist ja jetzt auch nicht so schwer. Was ich allerdings kritisieren muss, also ich finde es wirklich abwechslungsreich und hast du nicht gesehen, aber es ist halt wirklich nicht, wie Bungie es versprochen hat. Bungie meinte damals ja, da gibt es noch eine große Bossmechanik dann und hier hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man diese Bossmechanik beim Urzeitler, der dann besprochen wird, dass man die ändert, dass man eben nicht nur immer auf die Gesandten bzw. auf die Hexen draufballern muss, sondern dass man das so wenigstens noch so zwei kleine andere Schritte reinbaut, die dann eben rotieren. Dadurch wird es dann eben leider nicht mehr so abwechslungsreich und man weiß dann, was man zu tun hat. Und ein anderer großer Kritikpunkt, den ich habe, die Gambit Prime Ausrüstung. Die wird nämlich meiner Erfahrung nach von den wenigsten benutzt. Es kommt immer noch, und da könnt ihr auch gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben, da ich das gerne mal hören würde, wie es bei euch war. Aber meiner Meinung nach kommt es immer noch viel zu oft dazu, dass Spieler diese Ausrüstung gar nicht anhaben, weil die Stats einfach viel zu niedrig sind oder eben einfach nicht benutzen, weil sie nicht gut genug aussieht und man zieht sich ja nicht vor jedem Gambit-Match eine neue Ausrüstung an. Also hier hätte man mit einem Skin, den man vorher auswählen kann oder irgendwie, hätte man wahrscheinlich den Spielern was Besseres angetan. Aber so kommt es eben auch dazu, dass viele die Gambit Prime Ausrüstung nicht nutzen und es kommt immer noch zu den Situationen wie im normalen Gambit, dass eigentlich keiner seine feste Rolle hat. Viele wollen einfach nur Partikel sammeln wie bekloppt und Gegner abschießen, um ihr Ego zu pushen und dadurch, ja, kommt es beim Teamplay immer mal wieder zu Komplikationen und die Absprache fehlt ganz einfach. Gambit ist nach wie vor leider ein Modus, bei dem du, wenn du durchgängig Spaß und Erfolg haben möchtest, am besten mit deinem eigenen kompletten Einsatztrupp reingehst, weil die Absprache sonst eher mittelmäßig gut ist, sagen wir es mal so. Ein Teammodus, den ich Randoms also nach wie vor nicht empfehlen kann, bei dem es im Matchmaking viel zu sehr immer noch auf Glück ankommt, ob man im guten oder im schlechten Team ist, die eben ihre Rollen kennen oder nicht. Und daher hat Bungie da, glaube ich, noch einiges zu tun, um den Gambit-Modus so perfekt zu machen, wie er eben sein sollte. Denn nach wie vor, auch in Gambit Prime steckt jede Menge Potenzial und das sollte man nicht nur denjenigen geben, die eben im Clan zusammen oder im Einsatztrupp komplett zusammen spielen, sondern man sollte eben auch den Spielern, die alleine oder die zu zweit spielen, irgendwie die Möglichkeit geben, dass hier generell ein besserer Zusammenhalt herrscht. So viel also zu meiner Meinung nochmal zu Gambit Prime. Und das war's auch schon wieder, liebe Freunde. Wie gesagt, zu allen Themen interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Deswegen haut die ganz einfach unten in die Kommentare rein, wenn ihr was zu sagen habt. Da freuen wir uns immer gern. Klickt oben auf Abonnieren und aktiviert die Glocke und gebt hoffentlich auch einen Daumen nach oben, wenn es euch denn gefallen hat. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibt dem Team der Infobase nur zu sagen, guten Loot im Licht des Reisenden.